Bald haben wir Rosh Hashanah und Yom Kippur, den Tag des Gerichts, Rosh Hashanah und Yom Kippur, den Sühnetag. Und um uns darauf vorzubereiten, wollte ich mit euch versuchen zu lernen, mal schauen, wie viel wir schaffen, die Gesetze der Tschuwa, die Gesetze der Reue und der Umkehr, wie man das macht, was das ist, ob es da was gibt, was man wissen sollte, einen Seder, einen Aufbau und Dinge, die einfach sehr wichtig sind für unser Leben und für unsere Tschuwa. Rambam Maimonides hat ein Buch geschrieben, das heißt Yatta Chazaka, die starke Hand, und auch bekannt als Mishneh Torah, die Wiederholung der Torah. Und dort hat er alle Gesetze der ganzen Torah, der ganzen schriftlichen und der ganzen mündlichen zusammengefasst, kategorisiert, in 14 Bände sie verpackt und so gemacht, dass damals jeder diese Gesetze lernen konnte. Alle Themen aus der Torah findet man in diesem Buch. Und Yatta Chazaka, das Wort Yad, die Hand, die starke Hand, hat die Gematria, den Zahlenwert von 14, Jud 10 und Dalet 4. Und das ist auch ein Hinweis auf die 14 Bände, die es gibt in diesem Buch. Und hier gibt es auch einen Absatz in diesem Buch, das heißt Ilchot Tshuva, die Gesetze der Umkehr, die Gesetze der Tshuva. Bestehend aus mehreren Kapiteln, ich weiß nicht genau wie viele, ich denke Kapitel 10, Kapitel 19 oder sowas, Kapitel 10, Kapitel, genau, müssten es sein. Genau, es sind genau 10 Kapitel. Schauen wir, wie viele schaffen, bis Rosh Hashanah und Yom Kippur. Erster Lacha, erstes Kapitel, erster Lacha. Man kann übrigens das auch auf Deutsch mitverfolgen. Auf Sefaria gibt es auch diese Ilchot Tshuva, die Gesetze der Tshuva gibt es auch auf Deutsch. Und zwar beginnt der Rambam und schreibt hier: Kol HaMitzvot Sheba Torah, alle Gebote von der Torah. Ben Arse, ben Lo Ta'ase. Ob es Gebote sind oder Verbote. Es gibt ja zwei Kategorien von Mitzvot: Gebote und Verbote. Ben Avar Adam Alachat Mehin, o Ben Bezadon, Ben Bishgaga. Wenn ein Mensch diese gebrochen hat, eines davon, entweder absichtlich, bewusst, Bezadon, oder Bishgaga, Shogeg, oder unabsichtlich, was muss er tun? Wenn er Tshuva macht, das heißt, wenn er zurückkehrt von dieser Sünde, die er entweder bewusst oder unbewusst getan hat, dann muss er einen Vidui machen vor Gott, gesegnet sei er. Was ist Vidui? Vidui ist ein Sündenbekenntnis. Lehitvadot. Ein Sündenbekenntnis sprechen. Auszusprechen, was man falsch gemacht hat. Die Tat zu bereuen. Es gibt auf Deutsch ein Wort und zwar eine Beichte. Nicht das, was heute bekannt ist, was unter dem Wort, ja, was man darunter so spürt, dass man in die Kirche gehen soll und das dem Priester beichten soll, das gibt es bei uns nicht. Baruch Hashem. Aber man muss es beichten vor Gott. Man muss die Sünde aussprechen. Das ist der erste Teil der Tshuva. Besat Hashem, das Kapitel heute wird genau darum handeln, wie man das macht mit der Beichte, was ist das und von wo kommt das. Weiter heißt es im Rambam, Sheneimar, Ish Oisha, Kia, Sumikol, Hatat, Hadam, Limol, Me'al, Ba'ashem, Va'ashama, Nefeshahi, Vehitvadu, Et Hatatam, Asher, Asu, Zevidu, Idvarim. Er bringt einen Vers aus der Torah, wo steht, ein Mann oder eine Frau, die irgendeine jegliche Sünde getan haben, die in der Torah erwähnt ist, und sie tun diese Sünde und dann kehren sie davon zurück und dann sprechen sie das Vidui. Und zwar sie bekennen ihre Sünde mit Worten. Und von hier sehen wir aus der Torah, dass ein Mensch, der von seiner Sünde aufhört, das Erste, was er macht, ist, die Sünde zu bekennen mit den Worten. Und das, sagt der Rambam, das ist ein Vidui, das ist ein Sündenbekenntnis, Dvarim. Vidui, Dvarim, das ist ein mündliches Sündenbekenntnis mit Worten. Vidui se mitzvat ase. Sagt der Rambam weiter, dieser Vidui, dieses Sündenbekenntnis ist ein Gebot von der Torah. Das heißt, die Torah hat geboten, dass wir das machen. Und jetzt beweist er natürlich, wo das steht in der Torah. Und zwar schreibt er weiter, Kitzat mitvade. Wie macht man diesen Vidui? Und jetzt bringt er einen Beispieltext. Omer, Ana Hashem, Hatati, Aviti, Pashati, Lefanecha, Ve'asiti kach v'kach. Eno choser le davar ze. Der Mensch sagt zu Gott, oh Gott, ich habe gesündigt, gefrevelt, schlecht gehandelt. Das heißt, ich habe Sünden getan. Zum Beispiel,
unabsichtliche, absichtliche, extra und so weiter. Und ich habe so und so getan. Und ich fühle mich schlecht und ich schäme mich. Und ich werde nie wieder zu dieser Sünde zurückkehren. Und das ist der Beispieltext, den der Rambam bringt. Das ist das Fundament, das ist so das Grundkonzept von diesem Sündenbekenntnis. Und jeder, der dieses Sündenbekenntnis verlängert und ausschmückt und größer macht, das ist sehr lobenswert. Das heißt, wir sehen, es gibt keinen Standardtext von Vidui. Natürlich, wir haben in unseren Machsurim, Gebetsbüchern für Yom Kippur, haben wir einen ganz langen Vidui, der so vieles abdeckt. Und wir haben auch in den Sidurim von den Hasidim, zum Beispiel Nusach Sfat oder Nusach Edot HaMizrach, haben wir auch immer nach der Amidah, jeden Tag, haben wir einen Vidui. Und dort sind Beispiel, also Sünden angegeben, die ein Mensch gewöhnlicherweise tut, um das abzudecken. Aber dennoch, das sind nur Beispieltexte. Jemand, der gesündigt hat, erkennt seine Sünde, er muss diese bereuen und er muss selber wissen, wie er das in Worte zusammenfasst. Und der Rambam hat uns so ein Grundkonzept gegeben und gesagt, jeder, der das vergrößert, mehr macht, ja, sich darin vertieft, das ist sehr lobenswert. Sagt der Rambam weiter, und damals in alten Zeiten, als man Opfer gebracht hat für seine Sünden, diese Sünden wurden einem nicht vergeben durch die Opfer, sondern durch eine Voraussetzung, dass man, bevor man das Opfer gebracht hat, seine Sünden bekannt hat. Okay, das heißt, man hat zum Beispiel ein Opfer gebracht und seine Sünden nicht bekannt. Dementsprechend hat man Geld bezahlt, das Tier geschlachtet, das Tier geopfert, alles ist gut und schön und deine Sünde ist nicht vergeben. Warum? Weil du die Voraussetzung, die zur Vergebung der Sünde notwendig ist, nämlich die Reue, weil du diese nicht gezeigt hast. Man musste den Vidui sprechen und dann hat man das Opfer gebracht. Und er bringt einen Vers aus der Tora, wo das auch bewiesen wird. Und genauso Menschen, die damals zum Beispiel zur Todesstrafe verurteilt wurden, und wir wissen, es gab 4 verschiedene Arten von Todesstrafe, oder sie wurden verurteilt zu Peitschenhieben, auch ihre Sünde wurde ihnen nur unter dem Vorwand vergeben von Gott, dass sie, bevor sie diese Strafe erhalten haben, diese Sünde ausgesprochen haben, gebeichtet haben, ein Sündenbekenntnis gesprochen haben. Und auch hier sehen wir eine große Sache, und zwar stellt euch vor, ein Mensch bezahlt jetzt für seine Sünde, er hat etwas Schlimmes getan. Zum Beispiel, er hat die Gesetze der Familienreinheit nicht gehalten. Und auf das gibt es zum Beispiel Karet. Oder er hat etwas anderes, oder er hat zum Beispiel an Schabbat, hat er öffentlich den Schabbat entweiht. Und darauf gibt es zum Beispiel die Steinigung. Jetzt wird er zur Steinigung geführt und wird gesteinigt. Und er stirbt. Man könnte meinen, wow, er hat für seine Sünde bezahlt. Sagt der Rambam, nein. Wenn er das Sündenbekenntnis davor nicht gesprochen hat, wenn er vor seinem Tod keine Tshuva gemacht hat, dann stirbt er und es wird ihm nicht vergeben. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist das, was wir wissen sollten, was eine sehr große Lehre für uns ist. Was für eine starke Sache dieser Vidui ist. וכן החובל בחברו או מחזיק ממנו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר לו עד שיתוודה וישוב בלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאת האדם. Und der Rambam beendet diese Halacha und sagt, und genauso jemand, der zum Beispiel eine Sünde getan hat gegenüber einem anderen Menschen, er hat von ihm gestohlen oder hat irgendwas anderes gemacht, und dann tatsächlich, er hat diese Sünde anscheinend wieder gut gemacht und hat zum Beispiel das Gestohlene wiedergegeben, ihm wird nicht vergeben, solange er nicht diesen Vidui gemacht hat, solange er nicht seine Sünde bekannt hat. Und beweisen tut das der Rambam aus der Tora, und zwar dort steht, Sheneimar mikol hatat ha'adam. Es geht um die Sündenvergebung und dort steht von allen Sünden des Menschen, die er so tut. Das bedeutet, das schließt auch die Sünden von Mensch zu Mensch ein, dass auch nur die vergeben werden, wenn man davor seine Sünde bekannt hat. Der Sündenbock vor 2.000, 3.000 Jahren, den wir jedes Jahr zu Yom Kippur in die Wüste geschickt haben, auf ihm hat der Hohepriester im Namen von ganz Israel diesen Vidui gesprochen, das Sündenbekenntnis. Und dadurch hat er die Sünden von ganz Israel auf den Bock geladen und dieser wurde in die Wüste geschickt. Sheneimar, wie es heißt, Vidvadeh alav kol avonot ne Israel. Und der Hohepriester soll die ganzen Sünden der Söhne Israels auf diesem Ziegenbock bekennen.
Zir HaMishtaleach Mechaper al kol avonot averot shebatora hakalot vachamorot. Dieser Sündenbock damals hat für alle Sünden gesühnt, die in der Tora stehen, für die leichten und für die schweren. Ben shavar bezadon, ben shavar bishgaga, ben shehudalo, ben shelo hudalo, hakol mitkaper besir HaMishtaleach. Seien es Sünden, die man unabsichtlich getan hat, und seine Sünden, die man bewusst getan hat. Man wusste, dass es falsch ist, und man hat es trotzdem getan. All diese Sünden wurden vergeben einmal im Jahr durch diesen Seir HaMishtaleach, den Sündenbock, sagt der Rambam weiter. Und das natürlich unter der Voraussetzung, dass die Menschen in Israel oder der einzelne Jude, dass er Tshuva gemacht hat vor Yom Kippur, dass er von seiner Sünde zurückgekehrt ist. Und dann wird ihm vergeben werden durch dieses Ritual von dem Sündenbock. Aber wenn er keine Tshuva gemacht hat, schreibt der Rambam, wurde ihm nicht vergeben, sondern nur für die leichten Sünden. Sogar wenn er keine Tshuva gemacht hat, hat der Seir HaMishtaleach, dieser Sündenbock, hat er eine Kapara gemacht, eine Sühne für die leichten Sünden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist eine leichte Sünde? Was ist eine schwierige Sünde? Was ist eine schwerwiegende Sünde? Und gleich wird das der Rambam erklären. Oma hin hakalot, oma hin hamorot. Was ist die leichte Sünde? Was ist die schwierige Sünde? Es gibt schwerwiegende Sünden, für die ist man laut der Tora verpflichtet zu einer Todesstrafe oder zu Karet, zu der Ausrottungsstrafe. Das ist etwas Spirituelles, auch sehr schlimm. Das sind die schwerwiegenden Sünden. Außerdem ist ein falscher Schwur, ja, oder ein lügenhafter Schwur, wo man Gottes Namen erwähnt, ist das auch einer von den schwierigen Sünden. Afalpi she'en bakaret harehu minachamorot. Ungeachtet dessen, dass es bei dieser Sünde kein Karet gibt, keine Ausrottungsstrafe, ist das eine Sünde von den schwerwiegenden Sünden. V'shara mitzvot lo ta'ase u mitzvot ase she'en bein karet henakalot. Und alle anderen mitzvot, seines Gebote oder Verbote, die es gibt und wo es kein Karet drauf gibt, das sind die leichten Sünden. Okay? Was ist Karet? Karet ist die Ausrottungsstrafe. In der Tora taucht das Wort Karet das erste Mal auf bei Abraham Avinu, wo er die Mitzwa bekommt von Gott, sich und seine Kinder, seinen Sohn und seine und ja und alle seine Kinder, die er haben wird, beschneiden zu lassen. Und steht in der Tora, dass jemand, der diese Beschneidung nicht vollziehen wird, diese Person wird von seinem Volk abgeschnitten. Und von diesem Zeitpunkt tauchen in der Tora immer mal wieder solche Aussprachen auf von gewissen Sünden, wo halt gesagt wird, nicht man soll ihn töten oder sein Blut ruht auf ihm oder sowas, sondern und diese Seele soll abgeschnitten werden. Oder manche Übersetzungen übersetzen es mit soll ausgerottet werden, soll entwurzelt werden. Und niemand hat Ahnung, tatsächlich jemand, der die Übersetzung liest, niemand hat Ahnung, was das wirklich ist. Man denkt einfach, ah, das ist eine Todesstrafe, aber das stimmt nicht. Wenn man sich diese Stellen anschaut, alle einzeln und einzeln, dann merkt man eine Sache, und zwar, bei manchen Sünden von Karet gibt es tatsächlich die Todesstrafe von dem Bettin. Aber sehr oft taucht das Wort Karet in den Momenten in der Tora auf, wo der Kontext aufweist, dass diese Sünde geheim getan wird. Das heißt, niemand hat Ahnung von deinen Nachbarn, von deinen Freunden, niemand hat Ahnung, dass du das getan hast. Dementsprechend kann man auch dich nicht öffentlich bestrafen oder vor ein Gericht stellen. Und dennoch schreibt Gott in der Tora, und diese Seele wird von ihrem Volk ausgerottet werden, wird abgeschnitten werden, wird vernichtet werden. Dementsprechend entnehmen wir von hier, dass Karet eine spirituelle Strafe ist. Eine Strafe ist, die vom Ewigen vollzogen wird, und nicht eine Strafe ist, die von Menschen vollzogen wird. Und wie sich das auswirkt, das hat verschiedene Auswirkungen. Und es gibt 36 Sünden in der Tora aufgelistet, wo es dieses Karet gibt. Und man sollte sich damit beschäftigen, was das genau ist, dass man das nicht aus Versehen halt bricht. Und es gibt eine Mishnah, und zwar Kritut. Und dort, sofort am Anfang, gibt es eine Auflistung von diesen 36 Sünden, auf die es Karet gibt. Und zwar die himmlische Ausrottungsstrafe, wo man entweder stirbt vor dem Alter von 60, und man stirbt entweder relativ früh, oder man lebt ein langes Leben und dafür wird die Seele später vernichtet, oder man stirbt früh und die Seele wird vernichtet, oder man sieht leider
Chas v'chalila, den Tod der eigenen Kinder, oder man stirbt ohne Kinder. Das ist das, was in der Tora so, was wir dort vorfinden. Wie macht man Tshuva dafür? Ganz einfach, man macht Tshuva. Der Rambam erklärt, wie man das macht, für die einfachen Sünden, wie man Tshuva macht, für die schwierigen Sünden, wie man Tshuva macht. Und wichtig ist, dass wir diese jetzt, diese 40 Tage bis Yom Kippur nutzen, Tshuva machen, an Rosh Hashanah ordentlich beten und dann, Besat Hashem, wird uns Gott einschreiben in das Buch des Lebens. Sagt der Rambam heute zu unserer heutigen Zeit, wo wir keinen Tempel haben und keine Opfer haben, ist uns nur noch die Tshuva geblieben. Nur noch die Umkehr geblieben. Weil Tshuva mechaperet al kol ha'averot, und die Tshuva sühnt für alle Sünden. Sogar ein Rasha, ein Bösewicht, der sein ganzes Leben lang tatsächlich böse gelebt hat und zum Ende seiner Tage Tshuva macht, ihm wird seine Böshaftigkeit nicht angerechnet. Und die Böshaftigkeit des Bösen soll ihm nicht in den Weg gestellt werden. Er soll dadurch nicht fallen, durch seine früheren Taten, wenn er Tshuva von ihnen macht. Das heißt, ein Mensch, der böse war, sogar sein ganzes Leben lang, macht Tshuva, das wird ihm später nicht zu einem Fallstrick, zu einem Stolperstein in seinem weiteren Verlauf. Und selbst der Tag von Yom Kippur an sich, wenn man ihn hält, das sühnt schon die Sünden, denn es steht in der Tora, Ki ba yom hazeh yechaper alechem, an diesem Tag werde ich für euch sühnen. Afal pi, sha'tshuva mechaperet al hakol, ve'atzmo shel yom ha'kippurim mechaper. Ungeachtet dessen, dass die Tshuva für alle Sünden sühnt, und auch der Tag von Yom Kippur sühnt auch, yesh averot shehen mitkaprin besha'atan. Es gibt Sünden dennoch, die vergeben werden sofort, wenn man Tshuva macht. Und es gibt Sünden, die werden nicht sofort vergeben, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Ketzat, wie funktioniert das? Avar Adam al mitzvot aseh shein bakaret. Der Mensch hat zum Beispiel Gebote gebrochen, auf die es kein Karet gibt, und er hat Tshuva gemacht, dann wird ihm sofort vergeben für diese Gebote. Avar al mitzvot lotase, der Mensch hat zum Beispiel Verbote gebrochen, she'en bakaret, wo es kein Karet gibt, velo mitat betin, es gibt dort kein Karet und auch keine Todesstrafe vom jüdischen Gericht. Diese Kategorie von Verboten, wenn er für diese Kategorie von Verboten Tshuva macht, va'asa Tshuva, Tshuva tola, v'yom ha'kippurim mechaper, die Tshuva reinigt ein bisschen, und Yom Kippur in diesem Jahr, wenn er dort nochmal Tshuva macht, entfernt die Sünde komplett. Ube'elo ne'emar, ki ba'yom hazeh chaper alechem, letaher etchem mikol atotechem. Weil es steht in der Torah, denn in diesem Tag werde ich euch reinigen von allen euren Hatayim, das ist eine Gruppe von Sünden. Lifnei Hashem titharu. Vor Gott werdet ihr gereinigt. Und damit sind gemeint die Verbote, auf die es weder Karet gibt, noch die Todesstrafe von Bettin. Die Tshuva beginnt die Reinigung und Yom Kippur entfernt die Sünde komplett. Aval al-Kitut umitot Bettin, jemand hat zum Beispiel Karet begangen, eine Sünde von Karet oder eine Sünde von dem es halt die Todesstrafe gibt, des Bettins, des Gerichts, ve'asat Tshuva, und er hat Tshuva dafür gemacht. Und das ist sehr aktuell, denn viele, viele Sachen heute, die wir nicht halten, leider in unserer Generation, das sind halt eben genau diese Kategorie an schweren Sünden. Tshuva v'yom ha'kippurim tolin. Er muss Tshuva machen. Er muss Yom Kippur, wie alle, muss er auch halten und auch dort Tshuva machen. Und das hilft ein bisschen, die Sünde zu begleichen, aber nicht komplett. V'yisurin abayin alav gomrim lo akapara. Und die Leiden, die er kriegt dann vom Himmel im Nachhinein, nach seiner Tshuva, die beenden seine Kapara. Sie geben ihm seine Sühne. Das bedeutet, bei Sünden, wo es Karet gibt oder die Todesstrafe vom Bettin nach der Tora, der Mensch macht Tshuva. Der Mensch hält Yom Kippur. Das packt die Sünde nur zu, sagen wir mal, 40-50% weg. Und der Rest wird entfernt durch die Leiden, die ein Mensch kriegt in seinem Leben im Nachhinein. Verschiedene Arten von Leiden. Ole olam en mit kaper lo kapara gmura
Ad Shiavo Alav Yisurin. Und auf ewig kriegt er keine komplette Sühne, sondern nur in dem Fall, wo er Leiden kriegt. Das bedeutet, diese Leiden, die er am Ende kriegt, sind notwendig, damit er Sühne kriegt für solche Sünden. Das ist übrigens der Grund, warum ein Mensch, der Tshuva macht, beim Tun von der Tshuva hat er große Siyata Dishmaya, hat er große Hilfe vom Himmel. Er macht Tshuva, alles gelingt ihm, das Leben ist toll, das Leben ist super. Danach hat man ein paar Jahre gelebt in seiner Tshuva, in seiner Reue, man ist religiös geworden und auf einmal geht alles den Bach runter. Es gibt Geldverlust, Probleme hier und dort, das sind alles Isurim, das sind alles Leiden und die sühnen für die Sünden davor. Die schwierigen und schwerwiegenden Sünden, die man getan hat, für die sünden diese Leiden und sie entfernen sie komplett. Und ein Mensch, der wirklich Tshuva macht vom Herzen, ein Mensch, der wirklich weiß und zu der Erkenntnis kommt, dass ja, man muss einen anderen Weg einschlagen und seine Sünden, ja, mit ihnen stoppen und einen anderen Weg einschlagen, er nimmt das sogar in Kauf, weil er weiß, das ist das Beste für ihn. All das, was wir gerade erwähnt haben, das ist unter einer Voraussetzung, dass er keinen Chilul Hashem begangen hat, dass er keine Entweihung von Gottes Namen begangen hat. In dem Moment, wo er die Sünde getan hat. Aval amehalel et Hashem, afal pi sha'asa tshuva, v'yagi yom ha'kippurim, v'hu omed b'tshuvato, u'ba'u alav isurin, enu mitkaper lo kapara gmura, ad she'amut. Jemand, der Chilul Hashem begangen hat. Was ist Chilul Hashem? Die Entweihung von Gottes Namen. Zum Beispiel. Jemand macht eine Sünde oder macht Sünden bewusst, es interessiert ihn nicht vor vielen Leuten und die Leute schauen ihn an, Nicht-Juden schauen ihn an und sagen, wow, das ist ein Jude, er verhält sich aber gar nicht wie ein Jude. Oder wow, der war früher religiös, aber der verhält sich gar nicht so, wie es sich gehört. Das ist Chilul Hashem, das ist eine Entweihung von Gottes Namen, was du machst. Der Mensch macht Tshuva dafür, für seine Sünde im Nachhinein. Der Mensch hält Yom HaKippurim. Der Mensch kriegt Probleme und Leiden in seinem Leben. All das entfernt die Sünde nicht zu 100%, sondern die Sünde ist erst bei ihm verschwunden, nachdem er gestorben ist. Bei seinem Tod, wo er diese Welt verlässt, dann hat er 100%ige Kapara von dieser Sünde von Chilul Hashem. Enu mechaper lo kapara gmura ad she'amut. Er kriegt keine 100%ige Kapara, sondern nur dann, bis er stirbt. Diese drei Sachen, Tshuva, Isurin, die Leiden, Yom HaKippurim, das alles hilft. Aber der Tod, sein Tod von dieser Welt, das macht die Sünde komplett weg. Somit haben wir das erste Kapitel der Tshuva von den Hilchot Tshuva beendet.